Das sind 8 plus 6, ja, dann bin ich wieder voll. Perfekt. Gut. Und ja, dann wirke Weg ich durch den Sumus Leib. Weg durch Sumus Leib. Dafür mache ich eine Ritualkenntnisprobe. Einen Moment. So, das ist hier bei Liturgien. Warum auch immer. Ritualkenntnis Giode. Mut, Intuition und Charisma. Zack. Gucken wir einmal. Mit einem 15er Wert ist das ohne Probleme geschafft. Okay, dann verschwindest du in der Erde, wirst dann durchgezogen und tauchst oben wieder auf. Genau. Diamantis. Ich nehme allerdings nur mein Bernsteindolch mit, weil alles andere macht an dieser Stelle keinen Sinn mitzunehmen. Gut, Diamantis. Ich gehe nicht mit rein, ich habe keine Möglichkeit mehr reinzukommen. Das sind nur die drei Gefährten, die sich bereits vorgestellt haben, die reingehen möchten. Okay, das heißt, du bleibst hier. Serpentilio schickt den Gotongi. Richtig, als Stellvertreter. Hassan bleibt hier. Sulamin hat den Schleier. Rafim bleibt auch hier. Für die Möglichkeit, dass wir noch wieder reingehen sollen, beschäftigt sich Diamantis ein bisschen fernab damit, doch Papiere zu fälschen. Jedoch nicht von Eleonora, sondern von im Namen des ersten Ritters der Roses, Carino. Ah, okay. Das ist interessant. Denn die nötigen Siegel dafür kennt er. Ja. Und ich glaube, Kiaras würde es dir verzeihen. Ja, glaube ich auch. Ist natürlich die Frage, ob du an dem Regiment Eleonora vorbeikommst mit einem Siegel vom ersten Rosenritter. Das ist ja Arkos Schar und nicht Eleonora. Arkos Schar ist nicht so hoch wie Eleonora. Ja, gut, das weiß ich nicht. Ja, du denkst, Männer sind die Besseren. Vor allem, er ist ein Grande, ne? Gut. So könnt ihr zu dritt nach oben reisen. Boltax durch das Erdreich relativ schnell, Zudamin sehr unauffällig und Abelmir höchstwahrscheinlich mit dem einen oder anderen Blick der Wachen auf ihm. Wo du dir nicht ganz sicher bist, ob das Interesse an dir verlischt oder aber auch nicht, könnt dann aber gemeinsam nebeneinander, ohne dass ihr euch selbst wahrnehmt, durch die Tore gehen, die offen stehen. Die Wachen sind tatsächlich sehr abgelenkt, haben Tische aufgebaut, nicht nur Würfeln, sondern auch langatmige Spiele wie rote und weiße Kamele, auch eine kleine Tee, ein großer Teekrug, der da herbei beschafft wurde, und irgendwelche Sitzsäcke, sodass hier tatsächlich nicht wirklich viel Aufmerksamkeit auf den Toren ist. Sollte es hier einen Angriff geben, womit keiner rechnet in den Bergen, vielleicht von Ferkinas oder sowas, könnte man da natürlich reagieren, aber so könnt ihr euch an den beiden Toren vorbeipürschen und an der Mauer entlang zwischen den einzelnen grünen Zweigen und Sträuchern abtauchen, bis ihr dann zwischen den beiden goldenen Türmchen auftaucht, die hier ein Teil von Keshal Taref zieren. Kurze Beschreibung noch dazwischen. Und zwar, Zulamin fühlt unter dem Schleier die Nähe ihrer Göttin und ihre Liebe für die Menschen. Und als sie zwischen den Wachen durchgeht, hat sie ganz kurz das Bedürfnis, dem Nächststehenden zärtlich durch das Haar zu fahren. Aber sie fängt sich dann noch und schlägt einen kleinen Bogen. Als ich Boltax so blicke, tippe ich ihm von vorne auf die Schulter, damit ich wahrnimmt. Ja. Abelmir. Konzentriert auf mich, sonst verliert er den Fokus auf mich. Ich stimme mich ein. Einen Moment. Gut. Das sollte also, gelingen. Wo ist Zulamin? Ich weiß es nicht. Zulamin zieht sich den Schleier herunter. Ah, da seid ihr ja. Hier bin ich. Ja, dem brauchen wir die Schulter. Sie zuckt einmal kurz, weil sie dich auch nicht wahrnehmen kann. Fokussiert euch auf mich. Konzentriert euch auf mich. Sie versucht das. Ich werde Boltax folgen. Er kennt den Weg ja auch, oder? Das ist richtig. Ich hoffe es.
Gut, dann lass uns einen Eingang suchen. Ich würde gerne den alten Eingang benutzen, den wir damals benutzt haben, um runter zu gelangen. Können wir ihn wiederfinden? Ich glaube, ihr seid durch den Haupteingang gegangen, oder? Ich glaube nicht. Wir sind damals durch einen durch den Seiteneingang der Diener werdet ihr auch auf alle Fälle finden. Der Palast ist groß genug, beziehungsweise dieses Lust- und Wonnekloster, sodass ihr dann euch durch einen der Seiteneingänge pirschen könnt, die doch relativ spärlich belegt sind. Also auch die Wachen halten sich alle im Park auf oder aber in den Gebäuden der Dienerschaft draußen im Park. Und ja, dieser Klosterkomplex ist sehr, sehr verlassen. Es liegt viel Staub auf dem Boden. Und wenn ihr dann gemeinsam diese Stille betretet, die euch so ein bisschen einhüllt, fast wie ein Schleier, der sich über euch legt, diese Einsamkeit ist schon fast zum Greifen spürbar. Könnt ihr auch so ein bisschen ziehende Grenzen wahrnehmen an eurem Verstand. Ich werf mal meinen eisernen Willen lieber an. Hier scheint irgendwas im Magen zu liegen. Das stimmt. Uiuiuiui. Wir sollten uns schnell zu dem Saal machen, an dem die Miona, naja, und Argos und Eleonora waren. Ich denke, es gibt Gründe, warum hier alles so verstaubt ist. Aber ja, gehen wir in diese Richtung? Ja. Sulamin, du bist ein Medium, oder? Mhm. Das bedeutet, deine Magieresistenz gegenüber Geistern ist null, ja? Ja. Und zwar, ich denke, dass das unter dem Schleier egal wäre, aber Sulamin hat ihn ja absichtlich abgelegt, genau. Da wir ja die Idee hatten, wenn sie attraktiv für Geister ist, vielleicht erwischen wir den richtigen Geist. Ja, ihr könnt erkennen, wie Sulamin auf die Knie fällt, sich an den Arm greift und dann anfängt zu kreischen. Meine Hand! Meine Hand! Sie ist weg! Sie haben mir die Haut abgezogen! Meine Hand! Helft mir! Sie wollen mir die Augen ausstechen! Sulamin, komm zu euch! Ich rüttle mal hier Schüttler. Höre mich an. Du bist schon gestorben. Den Weg, den du nun begehen wirst, ist der Weg ins Totenreich. Hilf mir! Ja, das tue ich. Ich würde gerne eine Heilkunde-Seeleprobe auf den Geist machen, um ihn zu beruhigen und ihm so zu ermöglichen, ins Totenreich überzugehen. Boah. Plus 12. Ja, alles klar. Dann gucken wir mal, ob das gelingt. Leider nicht. Die Musik! Mach die Musik aus! Sie soll aufhören! Dieses Kreischen! Ah. Na gut, wenn er es leise haben möchte, mache ich halt ein Silenzium. Das ist sowieso eine gute Idee, denn wenn Sulamin jetzt anfängt, hier im Gebäude herumzukreischen, die Wachen werden auf alle Fälle skeptisch in Richtung des Palastes blicken. Ich mache mal ein Silenzium um unsere Gruppe, der auch mitgeht. Ich würde den für, sagen wir mal, 20 Minuten erstmal ansagen. Also ich pump 4 ASP rein. Ist aber generell schwierig, weil du dann ja nicht mehr hören kannst, was die Geister sagen. Du kannst auf alle Fälle sehen, dass Sulamin sich die ganze Zeit mit ihrer verbliebenen Hand, sie hat ja noch beide, aber sie kneift sich wohl gerade die ganze Zeit immer selbst wieder in ihren Unterarm, kneift immer wieder rein, um zu prüfen, ob der noch da ist. Und hört die ganze Zeit nicht auf, kneift sich die ganze Zeit in den Arm rein. Ja, ich... Also mit Heilkunde Seele hat es ja nicht geklappt, sie zu beruhigen. Ja, dann würde ich einfach mal durch, weiß ich nicht. Heilkunde Wunden hilft ja vermutlich dann auch nicht, ne? Heilkunde Wunden hilft dann nicht, nein. Hast du einen Geisterbann? Ja, natürlich, aber wir brauchen ja den Geisterbann für später, vermutlich. Also, das wird ja, ich probiere den Geisterbann einfach mal. Den haben wir ja schon länger gemacht. Immerhin muss ich den Geist
bei diesem Geisterbahn muss ich ja nicht sprechen, also ist es nicht schlimm, dass ich den Silenzium gewirkt habe. Ja, dann lasse ich mir für den Geisterbahn Zeit und wir schauen einmal. Ich würde einfach mit dem Geist reden. Wie heißt ihr? Das geht nicht. Silenzium. Nee, okay. Und dann bewege ich meine Lippen und passiert nichts weiter. So, dann der Geisterbann. Um 3 erleichtert, weil ich mir Zeit lasse. Und die 3er Erleichterung war auch notwendig. Dann beschreib mir doch mal bitte, was du beim Geisterbann tust und machst und was dann passiert. Ja, genau. Ich nehme etwas Salz hervor, denn Salz soll ja eine reinigende Eigenschaft haben. Streue das in einem kleinen Kreis auf, um Zulamin herum. Dann lege ich meine Hand auf eine Fläche, mit der ich sie berühren kann, und mit der anderen Hand berühre ich den Salzkreis und lasse dann astrale Energie von mir in den Salzkreis fließen, dann zurück und dann in Zulamin hinein. Wie lange bannst du jetzt einen Geist? Einen Moment. Also bannst du den Geist aus Zulamin und permanent aus Zulamin? Oder kann danach ein neuer Geist einfahren? Kann danach ein neuer Geist einfahren. Also ich habe diesen Geist jetzt gebannt. Das bedeutet nicht, dass Zulamin jetzt nicht mehr Medium ist. Mhm, genau. Aber vielleicht kann ich danach ja kurz den Schleier wieder anlegen und wir gehen an den entsprechenden Ort. Die Frage ist ja natürlich auch, wenn der zweite Geist sieht, dass der erste da reingeht und danach Puff macht, ob er das dann wirklich noch will. Das ist ein Ausweg. Also Zulamin, du weißt zumindest nicht genau, wie du jetzt die letzten 20 Meter in diesem Gebäude gegangen oder geschliffen bist. Zumindest tut dein Arm weh und Boltax guckt dich besorgt an. Zulamin umklammert ihr eines Handgelenk. Oh, mir tut alles weh. Kannst immer noch nicht sprechen. Ich wechsle nur Attack. Das merkt sie jetzt wahrscheinlich auch, guckt kurz überrascht und versteht dann, dass Boltax das wohl gemacht hat. Sie schaut die beiden an. Geist? Fragezeichen? Ja. Ich nicke. Attack. Kannst du Attack? Ja, geht von außen. Ja, wir können alle Attack. Zulamin deutet in die Richtung, in die wir ja eigentlich gehen wollten, und nimmt dann den Schleier heraus und zeigt ihn euch demonstrativ, sodass ihr seht, dass ihr ihn umlegt. Ich nicke noch einmal. Boltax, würfel mal eine Sinnesschärfeprobe. Alles klar, dann mache ich das doch. Einen Moment. Sinnesschärfe, das ist ein... Das ist gut gelungen und das ist wichtig. Du kannst sehen, wie wohl Schatten von draußen geworfen werden und da wohl irgendjemand jetzt kommt. Ich deute auf Attack verstecken an und würde mich dann versuchen, ich weiß nicht, wie ist denn die Beschaffenheit hier? Also es ist ein großer Palast, du hast natürlich auch Staub auf dem Boden. Zulamin ist gerade vor deinen Augen uninteressant geworden, und wenn du dich gerade auch auf Abelmir nicht konzentriert hast, dann ist auch Abelmir schon wieder uninteressant. Du bist alleine. Ja. Du bist komplett alles alleine klar. In diesem Bauwerk. Gut, das ist auch ja die nicht beiden schlimm. Schatten, die da jetzt näher kommen. Ja, die Frage ist, hier Wandbehänge gibt's hier? Also ja, gibt es. Also das, was noch irgendwie, was nicht Belgel gefällig war, das ist nicht runtergerissen worden, aber irgendwie schwarze Seide oder sowas ist das dann, was dann hier runterhängt. Oh, alles wartet. Klar. Gibt es diese gruseligen Bettlakenüberwürfe über Möbel, damit sie nicht staubig werden? Ja, aber aus schwarzer Seide. Das ist okay. Ich verstecke mich unter so einem Überwurf für Möbel. Oh, ja, sehr gut. Und ich lasse natürlich auch den Silenzium fallen an dieser Stelle, weil sonst würde den Wachen ja definitiv auffallen, dass wir auf einmal nichts mehr hören oder sprechen können. Ja, genau. Alles klar, dann würfel eine Nicht-Verstecken-Probe. Ist die erleichtert, weil es wirklich ein gutes Versteck ist? Die ist nicht erleichtert, nein. Ah, komm. Nein. Aber das Schöne ist ja, wenn es nicht klappt. Aber warum sollte es denn nicht klappen? Ich meine, ich bin vor der Legion von Jakmonit da reingeschlichen und habe den... Vor Xeran persönlich hast du dich...
Ich würfel jetzt trotzdem mal die Sinnesschärfe dagegen. Naja, werden sie nicht schaffen, aber zumindest nicht gegen dich, aber gegen den Staub. Und dadurch, dass ihr auf alle Fälle 3 Staubspuren hinterlasst, könntest du wohl sehen, wie sie dann stehen bleiben. 2 Wachen, die sich da wohl reingetraut haben, die Speere haben sie kampfbereit, auch wenn das dann gegen Geister nicht hilft. Und dann sehen sie wohl, wie auf dem Fußboden jetzt diese Staubspuren entstanden sind und gucken sehr misstrauisch gerade. Du kannst auch durch deine Heilkunde Seele kannst du erkennen, dass die schon Angst haben. Da war jemand. Wir haben es gehört, oder? Wollen wir Meldung machen? Ich weiß nicht. Wir müssten dann ja noch suchen, oder? Die führen zumindest in die Richtung. Guck mal da. Bei dem Möbelstück. Da führen auch Spuren hin, ich sehe es. Ich kann es nicht erkennen, es ist so dunkel. Hast du Licht? Nee, ich habe keine Fackel mitgenommen. Dann geh du mal hin. Ich pass hier auf. Was machst du, Boltax? Ich warte, bis er in meiner Nähe ist und wirke eine Dunkelheit. Ich warte noch darauf, dass du machst. Ja, das kommt gleich noch. Okay, okay. Ja, du kannst sehen, wie sich der eine dann herantastet, so Schritt um Schritt. Unglaublich langsam. Abelmir und Zulamin können das auch sehen, wie die beiden dann dran vorbeigehen. Zumindest der eine geht dann auf dieses Möbelstück drauf zu, unter dem Boltax jetzt verschwunden ist. Und die Silhouette von diesem kleinen, dicken Zwerg ist auf alle Fälle zu erkennen. Auch wenn sie vielleicht nicht nach kleinen, dicken Zwergen suchen, nicht in Keshal Taref. Und achten die auf die Spuren auf dem Boden, die wir jetzt verursachen? Zurzeit nicht mehr, nein. Wenn ich jetzt einen anderen Raum schleichen würde und da etwas auf den Boden werfen würde, würden die es mitbekommen, meine Spuren im Staub? Du kannst es ja mal versuchen. Gib mir mal eine Schleichenprobe. Okay. Bist du ein Poltergeist? What's up? Ich bin ein böser Möbelgeist. Könnt ihr alle zusammenarbeiten, das geht ja auch. Ja. Also, Abelmir, du stehst ja ganz normal im Raum. Sie könnten dich halt sehen, wenn sie genau hingucken, wenn sie sich konzentrieren. Aber so wie du da einfach still stehst, jetzt gucken sie gerade nicht. Jetzt haben sie wohl beide die Aufmerksamkeit nicht auf deiner Spuren. Kannst du dann ganz langsam rübergehen bis in den nächsten Raum und siehst da wohl, was ist das denn? So eine Zierhaube von der Küche, wenn irgendwie die hohen Herrschaften was essen wollen und dann die Speisen warm gehalten werden sollen. Die würde ich mal vom Tisch nehmen und in die entfernteste Ecke von mir werfen, in diesem anderen Raum. Okay, was macht Zulamin? Ich weiß ja auch nicht, was Abel mir tut, oder? Nein. Den kann ich nämlich auch nicht wahrnehmen. Du hörst auf alle Fälle es irgendwann poltern. Ganz furchtbar poltern. Die Geister sind wieder da. Und die Wachen, wie reagieren die da drauf? Beide springen einen halben Meter nach oben. Der Speer zuckt dann wohl nach hinten, einmal durch den gesamten Raum, 180 Grad. Und dann schaut der eine, der da wohl ein bisschen näher ist, springt wieder so halb zurück in den Raum, in dem er eigentlich nicht reingehen wollte. Guckt sich dann wieder völlig verstört um und der andere hat jetzt auch nicht mehr den Fokus auf Boltax oder auf diesem Möbelstück, wo er sich dann gerade drunter versteckt hat. Ich hab's gehört, wir müssen hier raus. Nein, hier ist irgendjemand. Irgendjemand spürt uns einen Streich. Bleib hier, nicht laufen, lauf nicht weg. Ich glaube, ich hätte eine Idee. Ich würde eine Liturgie wirken. Es kostet furchtbar viel Karma, aber ich glaube, es ist cool. Du kannst ihn ja Mut machen. Nein, ich wirke tatsächlich eine... ich kopiere einen Trick von einem NSC, der eigentlich sonst nie, der im Abenteuer eigentlich nie so funktioniert. Aber in der Situation könnte es klappen. Und zwar, ich wirke Askandeas Hingabe. Und ich stufe in der Kategorie Zielpersonen auf, um sie beide zu erwischen. Es handelt sich um ein Stoßgebet, also 10 Aktionen. Musst du mir sagen, ob das sich ausgeht.
Okay, und ja, 10 Aktionen. Was tut das? Ja, gleich. Es ist eine Grad 3 Liturgie, das heißt, das ist um 4 erschwert. Gucken wir mal. Also während du gerade anfängst, deine Liturgie zu sprechen, kannst du wohl auch hören, wie einer von den beiden gerade anfängt, eine Boron-Liturgie zu murmeln oder einen Singsang, den man aus der Boron-Kirche kennt, und sich da wohl gegenseitig so ein bisschen Mut zu sprechen oder es zumindest versuchen, während sie da irgendwelche Mabo-Abzählreime benutzen. Und der andere hat auch, wie gesagt, immer noch nicht den Fokus auf Boltax und dem Möbelstück, sondern blickt sich jetzt im gesamten Raum um. Okay, und dann sieht dann auch wohl die letzten Spuren, die du erzeugt hast. Gut, dann musst du mir mit dem, mit den Modifikatoren helfen. Ist es eine Notlage? Nein, das ist keine Notlage. Ist es ein göttlicher Auftrag? Denn wir sind ja hier, um Eleonora zu retten. Ja, würde ich sagen. Okay, das kann bis zu -7 sein. Ja, -3. Okay. Ich möchte angemerkt haben, damals, als wir Galotta killen gegangen sind, war das für mich auch kein göttlicher Auftrag. Sondern persönliche Rache? I don't know. Irgendwas apparently. Gut, dann kann es natürlich sein, dass der Boden hier irgendwie noch verseucht ist. Ist er. Ist ein Unheiligtum von Belkelein. Mindestens +7. Ja, ich gebe dir eine +4 nach der Reinigung. Mhm. Okay, dann, was für eine Jahre, Firon ist irrelevant. Ich muss gerade mal schauen, weil wir in der, also wir sind an einem Ort, wo es keinen tragischen Todes, also tragische Todesfälle gab es auch, aber es ist halt kein Schlachtfeld, wie bei einer Dämonenschlacht, aber es ist halt schon im Unheiligtum von Belkelel. Da sind deine Proben dann ja auch erschwert als Medium, oder? Also du kannst wenn ich große Angst habe, bis zu +7 geben. Wobei ja. +7 halt äquivalent zu. Okay, du hast den Schleier auf, das zählt zurzeit nicht, solange du den Schleier trägst. Okay, dann ist es eine +5. Gut, das sind noch 10 Punkte. Das sind 13 Punkte wegen Nähe zur Gottheit. Und dann kommen wir jetzt dazu, was die Liturgie macht. Wo sind wir genau? Die Zielperson der Liturgie wird in einen friedlichen, glückseligen Rauschzustand versetzt, so als wäre sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Die Zielperson kann sich gegen die Auswirkungen der Liturgie wehren, indem ihr eine Selbstbeherrschungsprobe erschwert um die LKP-Stern +5 Punkte gelingt. Ich glaube, das wäre aufgestuft, weil ich habe ja aufgestuft. Aber das wären auf jeden Fall schon mal eine Selbstbeherrschung +18. Und während dieses Rauschzustandes nimmt die Zielperson kaum etwas anderes wahr. Selbst Bedrohungen wie Kämpfe oder andere Gefahren in unmittelbarer Nähe sind für sie nicht weiter von Belang. Die Wirkung bricht nur ab, wenn die Zielperson Schaden kriegt. Du möchtest jetzt beide Wachen in einen Rausch versetzen? Ja, genau. Und zwar, Zulamin geht denen relativ langsam und entspannt nach, wenn die dem Scheppern folgen. Und, die bleiben da stehen. Also die gucken sich das jetzt nicht mehr an. Die Speere haben nur kurz in die Richtung gezuckt. Okay. Und jetzt sind sie gerade ziemlich aufmerksam. Gut, dann tritt Zulamin an sie heran unter dem Schleier und umarmt den ersten und küsst ihn auf die Wange und geht dann weiter zum nächsten. Und wiederholt das Ganze. Und, und jetzt streicht sie auch tatsächlich dem einen über den Kopf und bleibt dann erstmal stehen, weil sie sich nicht traut, den Schleier abzunehmen. Und die verfallen jetzt in einen Rausch? Ja, also Selbstbeherrschungsprobe, habe ich eben gewürfelt, +18 schaffen sie nicht. Mhm. Und sie fühlen sich total gut, sie sind friedlich,
und tendenziell eher passiv. Und sie nehmen wirklich kaum mehr etwas wahr, außer diesem Gefühl. Ey, jetzt lass doch mal die Geister. Wir wissen doch, dass sie Geister sind. Wir setzen uns hier einfach hin. Schön kühl, keine Sonne und so. Ja, du hast recht. Okay, wir bleiben hier. Hast du noch was zu trinken bei dir? Nur Wasser. Ist okay. Okay, komm ran. Und dann setzen sie sich beide so ein bisschen halb an den Türrahmen gelehnt und ja, ignorieren wohl die Störgeräusche von Abelmir und den Boltax. Meine Dunkelheit. Hast du die schon gewirkt? Ja, klar. Ah, die hast du schon gewirkt, ja. Als er in meine Richtung gegangen ist. Wie gesagt, ich wollte ja nur kurz ihm damit Angst machen, weil ich ja dann in dieser Dunkelheitsblase drin stehe. Aber das wirkt ihn ja jetzt nicht mehr Angst machen. So ein teurer Einbruch. Wirklich, das ist ein ASP. Ja, aber jetzt mit den Karma-Punkten und die ganzen Zauber, die ihr um euch werft. Ja, gut. Und den 24 ASP-Gotongi. Genau. Ja, ihr könnt euch auf alle Fälle dann die beiden Wachen betrachten, die sich da jetzt aus irgendwelchen Gründen hingesetzt haben. Ich weiß ja allerdings nichts davon, weil ich weder Zulami noch Abelmir wahrnehme. Das heißt, ich stehe jetzt maximal, vor den Wachen. Maximal unnatürliches Verhalten. Ja. Hey, es ist dunkel, ich sehe nichts mehr. Hey, da ist ein Geist. Ich höre ihn. Ein Geist. Hallo? Der tastet so ein bisschen nach dir. Ja, der geht ja nicht. Also ich bin ja weit genug weg, weil ich in dieser Blase stehe. Geister, hey, wir sind Geister. Erzähl uns mal was von Boron. Setz dich mal zu uns. Erzähl uns mal was von Boron. Das ist ja ein Rabe, ne? Ein geisterhafter Rabe, eine Waage, wo eure Seelen gewogen werden, ob ihr gut im Leben wart oder nicht. Ich hoffe, ihr wart gut im Leben. Ja, wir machen immer das, was die Meister sagen und so. Oh, was sagen denn die Meister? Was ist denn eure Aufgabe zur Zeit? Wir sollen hier bleiben und das alles bewachen. Mann, bleibt hier. Hier in dieser Halle ist es gerade sehr gemütlich und kümmert euch nicht weiter um uns Geister. Ja, wir können ja sowieso nichts machen. Aber geht mal weg, das ist total unheimlich. Ja, aber wir müssen auch irgendwo wohnen. Ja, aber du kannst natürlich sehen, was da im anderen Raum wieder vor sich geht. Ich höre es wahrscheinlich. Du kannst es hören, wie sie sich da wohl mit Boltax unterhalten. Du siehst auch diese wabernde Dunkelheit. Weiß natürlich, dass Boltax darin steckt, aber warum auch immer die sich jetzt so unnatürlich verhalten. Der Weg ist zumindest weiter frei. Guck doch mal zu diesem fallengelassenen Metallding und überlege, ob ich das Ding auf Boltax war, wenn es so ein Blödsinn macht, aber ich lasse den Gedanken fallen, weil es zu viel laut macht. Boltax kommt! Abelmir! Ich bin dann mal weg, aber ihr bleibt hier. Ja. Hey, die unterhalten sich, hast du gehört? Ja, hab ich gehört. Sei egal, lass sie doch reden. Es sind viele Geister hier drin. Ja, hab ich auch gehört. Ja, ich würde dann schnell in Richtung Abelmirs Stimme. Und ich lasse dann auch, sobald wir außer Sicht sind, die Dunkelheit fallen.